Hallo Freunde, wir schauen heute die Open Beta von West of Dead an. Das ist ein Twin-Stick-Shooter und ihr seht da rechts den Protagonisten mit seinem brennenden Totenkopf. Das Ganze ist eine Art Gothic-Western. Es hat einen sehr interessanten Cell-Shader und wenn wir da mal auf The Run gehen, kommen wir in den Saloon. The last thing I expected to see was a run-down saloon. I guess there's always folks looking for a way to ease their path to hell. Here I was again. Either Death was getting lazy, or he had other plans for me. Also, das macht auf jeden Fall Stimmung. Wir haben hier, wir sind ja im Saloon. Es ist ein Cell-Shading. Grafik, also ziemlich cool, also diese schwarzen, tiefen Schatten erinnern mich fett an einen Comic und ja, mit dem linken Stick geht man, rechten Stick aimt man, mit den Triggern schießt man. Es erinnert mich schwer an Dead Cells hier, sie haben so ein paar Sachen übernommen. Das ist auch ein Spiel, falls wer nicht kennt. Es gibt verschiedene Waffen. Es wird geschossen. Es gibt Bullet Time und man muss die Deckung nutzen, um die Gegner zu killen. Also, soweit so klar. Was ich am Anfang nicht wusste, ist, dass man mit dem B-Knopf am Controller, und man kann es nur mit dem Controller spielen, aber eben mit dem B-Knopf kann man die Dialoge wegdrücken. Und es ist ziemlich schwer. Und am Anfang bin ich halt schon ziemlich oft gestorben und deswegen ist es gut, wenn man die Dialoge wegdrücken kann. Und wenn ich da meine Waffe leer schieße, dann reloadet sich die automatisch und das muss man ein bisschen das Timing rauskriegen, damit man keinen Stress kriegt, wenn man von irgendwelchen Gegnern gestürmt wird. Und dann gibt es diese Lampen, die kann man anschalten, das flasht, also wie eine Flashbang in CS, flasht das ein bisschen die Gegner. Man kann hier zwischen Deckungen hin und her sliden und wenn man in Deckung ist, wird man nicht getroffen. Das Spiel zeigt einen da zum Beispiel rot an, wo der Gegner hittet. Ich wehre mich gerade nicht, um euch das zu erklären. Und manchmal geht die Deckung auch weg. Und wenn man schnell genug ist, kann man auch ausweichen mit dem Sprungknopf auch. Wenn ein Gegner angreift, der hat mich jetzt aus irgendeinem Grund erwischt. Ja. Und so geht es dahin. Also man slidet von Deckung zu Deckung, kann auch drüber hüpfen. Und ich weiß nicht, ob man da in... kann auch entlang sliden, diese wunderschönen Särge. Und ich weiß nicht, ob man da unverwundbar ist, wenn man es drüber slidet. Auf jeden Fall kann man eine Superschießerei spielen einfach. Und man ist einfach ziemlich stark. Kann auch die Leute manchmal pushen. Muss halt rechtzeitig in Deckung sein und einfach schön frack. Ideal ist, wenn man so wie ich jetzt zwei Pistolen hat, weil am Anfang checkt man noch nicht, wann ein Schuss hittet und wann nicht, und dann ist gut, wenn man viele Schüsse hat. Wenn man die Muskete hat, darf man nicht böse sein, wenn die nicht trifft, weil die ist einfach Grotte. Ja, da habe ich jetzt einen Schuss eingesteckt. Jetzt zeige ich euch mal, wie man weiß, ob man trifft oder nicht. Also man sieht es hier nicht, aber da im Dunkeln steht ein Gegner. Und wenn ich da rausgehe und bei seinem Fuß dieses gelbe Ding kommt, dieses, seht ihr das? Warte. Okay, ist schon tot. Aber hier am Boden sieht man, dass ich diese Bretter treffe, wenn ich jetzt schieße. Wenn ich so hin aim, irgendwann kommt eine Art Auto-Aim und dann... Also man muss nicht... Ist auch nicht so leicht mit dem Twin-Stick hier zu treffen, also das hilft ein bisschen. Und man muss halt auf diesen Marker schauen, wenn der Gegner den Marker unten hat, dann trifft man ihn. Okay, wir haben eine Double-Barrel-Shotgun, die ist ziemlich gut, die werde ich jetzt tauschen gegen das Ding, das weniger Schaden macht. Das ist, glaube ich, die Flintlock-Pistol hier. Also die
Dinger werden abgegradet, man selbst wird auch abgegradet in Health, Firearm, also Damage, und das ist schnellere Items. Die Items werden wir dann noch aufheben. Und jetzt gehen wir mal noch den Level hier clearen. So, aimen. Mit der Shotgun muss ich jetzt ran an die Gegner. Okay, jetzt müssen wir mal Reload warten. Okay, das war keine gute Idee. Manchmal stehen die Deckungen so nah an der Wand, dass es sich echt schwer tut. Okay. Okay, ich bin raus. Sliden wir drüber. Ja, genau. Okay. Finish mal mit der Pistole, komm mal. Okay. Und immer wenn der letzte Gegner weg ist, das weiß man oft nicht, weil der Raum dunkel ist, kommt dieses Riff, dieses und dann weiß man, man kann gefahrlos aus der Deckung raus. Kiste, die wird gekickt. Finde ich irrsinnig cool. Und da ist ein Item, das Dynamit. Da gibt es so Fast Travel, aber das, ja, das kann man mal benutzen. Man sieht fast gar nicht, welches gehighlightet ist. Ist ziemlich schwach. Und manchmal ist es auch sehr sinnlos, also das müssen sie noch ein bisschen polieren. Aber ich finde, das Spiel ist in einem verdammt guten State. Das ist sehr, fühlt sich verdammt gut an. Macht richtig Spaß. So richtig schön mit Deckung Pistolenschlacht hier zu spielen quasi. Pistolenschlacht. Manchmal sieht man nicht, dass man durch eine Tür treten muss. Also es ist auch nicht so leicht, ne, mit dieser Kameraperspektive. Okay, der hat Shotgun in die Fresse bekommen, weil hinten steht Flinten Charlie. Und hier hat mich ein Zombie gepusht. Aber wir haben das ohne Schaden überstanden. Okay, treffen wir den? Nein, aber den können wir einfach pushen, weil der wirft nur Dynamit und ist ziemlich... Shotgun in your face. Das ist ziemlich wehrlos. Manchmal zahlt es sich aus, die dunklen Ecken auszuchecken. Okay, wieso habe ich jetzt kein Licht? Manchmal kriegt man aus irgendeinem Grund einen Schaden. Das ist auch ein bisschen schräg. Aber darf man sich nicht anscheißen. Da ist die Heilung. Da ist noch ein Item, das Messer ist ziemlich schwer zu werfen, finde ich. Probieren wir das mal schön zu werfen jetzt. Ja, hier hat der Kampf noch nicht gestartet, weil ich noch zu weit von den Gegnern weg bin. Jetzt kann ich mich in die Nähe sliden. Irgendwie sehe ich sie auch noch nicht. So, wie schauen wir da aus? Oh Gott. Boah. Also zwei Dynamit-Charlies. Okay, mit dem Option-Menü kann man die Waffen wechseln. Also ich habe mir angewöhnt, auf dem rechten Trigger immer das öfter schießendere zu haben. In dem Fall die Pistole. Okay, na dann pushe ich die jetzt einfach. Okay, du kriegst die Shotgun. Dynamit ausweichen. Licht an. Ich sehe nichts. Und Dynamit Charlie ist im Eck. Jawohl. Geht's dahin? Tür eintreten, das ist auch so archetypisch. Die Tür wird eingetreten zum Saloon. Und dann wird geballert. Könnte nicht weniger Spaß machen. Der hat gedacht, er kann pushen. Okay, dann holen wir uns den. Oh Mann. Ja gut. Schön entdeckt bleiben, falls hinten eine Muskete steht, aber es ist vorbei. Wenn man einen Raum aced, sagt er dann sowas wie... Ich hatte Glück oder was. Das ist ziemlich nett gemacht. Also sie haben schon Style, sie haben Flavor, sie haben gutes Gameplay. Ich glaube, ich werde das noch öfter spielen. Da haben wir ein Upgrade für die Pistole. Was haben wir jetzt? Ah, das ist eine sehr gute Pistole. Die schießt 15x2. 3x, also 90. Ja. Da kann
kann der Vorschaut-Revolver nicht mithalten und das war der erste Raum oder erste Level. Und hier geht's jetzt in guter Roguelike-Manier in eine Zwischenwelt, wo man Leben auffüllen kann. Das ist irgendeine Hexe. Die ist nicht so gelungen, finde ich. Schaut irgendwie nicht so toll aus. Aber wir sehen verdammt cool aus. Totenkopfmann. Ich würde ihn gerne mal von vorne sehen. Ich habe einen Sinn zu wenig, um diese kleine Heilung zu bekommen. Das ist natürlich blöd. Das ist manchmal so. Ich finde das. Vielleicht haben wir einen Raum vergessen im ersten Level oder so. Auf jeden Fall, wir kriegen neue Leben von diesem netten Herrn am Weinfass. Und hechten in die nächste Welt. Auf geht's. Hier gibt es jetzt so Jungs. Der Wind ist kalt, ja. Der Hand. Da sehen wir ihn in seiner ganzen Pracht. Brennender Totenkopfmann. Auf geht's in deinem roten Poncho. Und da ist jetzt so ein Hundemann. Wo ist der Hundemann? Ich verstehe schon, das ist ein großer Raum. Machen wir einfach Licht. Oh Mann, der ist da irgendwo. Ah, da ist er. In die Shotgun. Ah, der dürfte ungefähr 100 Health haben, weil unsere Shotgun macht 50 Schaden pro Schuss. Alright. 2, 3 Hundis. Und ich treffe keinen einzigen. Ja, das ist auch eine Taktik, die halbwegs funktioniert, dass man auf dem Gang sich verschiebt. Das muss man manchmal machen, weil manchmal kommt man rein. Oh Mann. Hallo Hund. Bei Fuß. Mach Platz. Yes. Also manchmal muss man zurückziehen sich. Logisch, ne? Also man muss nicht. Bei anderen Spielen wird man, wenn man in diese Räume reingeht, eingeschlossen im Raum. Das haben sie noch nicht gemacht. Vielleicht machen sie das auch. Jetzt hatte ich fast wieder das Problem, dass der Reload so langsam war, aber es geht sich eigentlich aus, wenn man sich's einteilt, dass man mal ins Gefühl bekommen. Was haben wir da? Oh, die Kamera ist verdammt nah. Ah, jetzt zoomt sie raus, okay. Ja, dann sneaky, es ist eh nur ein Dynamit-Typ. Shotgun. Machen wir den Heal. Sind die dunklen Ecken aus, ob was hängt. Ja. Die muss man halt alle erwischen, diese hängenden Boxen, dann hätten wir den Heal auch. Aber vielleicht gar nicht ohne Heal. Das wird schwierig. Den sollte man sich organisieren, wenn man es schaffen will, aber es geht gar nicht so ums Schaffen, sondern auch um die Situation. Einer Push mit zwei Pistolenschüssen und einer Shotgun. Ja, heal mal hoch. Und die Kiste. Diese Musik ist echt klasse. Ich glaube, wir tauschen die Laterne gegen das Decisive Blade. Weil die Laterne betäubt Gegner, was einen echten Vorteil bringt. Weiter im Text. Manchmal sieht man das nicht. Waren wir da schon? Nee, waren wir nicht. Können wir nochmal ein Wahrnehmungs-Upgrade machen und den Level 2 Revolver auschecken. Der ist aber nicht so gut. Ah doch, wir können den nehmen statt der Shotgun. Oder?
6 mal 12 sind 72 und die macht halt über 80. 92. Aber ich glaube, es zahlt sich aus. Zwei Revolver ist ziemlich stark in dem Spiel, finde ich. Auch wegen der Reichweite. Was haben wir da? Okay, Panikmodus aktiviert. Ja, diesmal tanzen wir. Und die Hühnchen sind... Alright. Hab diese Zwei-Ebenen-Geschichte auch hier im zweiten Level. Und da oben ist auch die Hühnchen. Aber ja, das sollte ich euch gar nicht verraten, man kommt schon selber drauf. Level 2 Decisive Blade, meinetwegen statt dem Dynamit. Ja, reloaded schneller. Und ja, da steht auch, das Blade ist, man sieht's da nicht, doch, Great Damage Critical on Stunned Enemies, also, die Enemies werden manchmal, wenn man sie anschießt, werden sie stunt. Oh Gott. Wieso reload ich nicht? Das ist mir schon oft passiert. Ich sterbe hinter einer Deckung. Aber ja, ich hoffe, mein kleines Preview von West of Dead hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Checkt das Spiel aus, ist jetzt 2 Wochen lang in Open Beta. Und damit sage ich Peace.